Hallo Leute, freudiger Anlass, mal wieder ein Unboxing. Und zwar habe ich gewonnen beim 600 Plus Giveaway vom Andy Appos. Andy, nochmal Grüße an dich und vielen Dank. Und ja, schauen wir mal, was hier drin ist. Aufmachen, das Unboxing findet statt mit meinem Oslava. Auch ein Gewinn oder ein Geschenk oder wie immer man es sehen mag. Ja, wahrscheinlich mehr Gewinn als Geschenk. Trotzdem bin ich dir immer noch sehr dankbar, Stefan. So, ich hoffe, ihr seht überhaupt was. So mit diesen Tabletop-Videos habe ich ja überhaupt keine Erfahrung. Aber gut, aufgekriegt haben wir schon mal. So. So, dann legen wir mal los. Hier ist mein Riesenkarton. Ein sogenannter EPA. Habe ich jetzt noch nie gehabt, Typ 3. Aber ich denke, da mache ich ein extra Video. Ich war ja nicht bei der Bundeswehr, deshalb habe ich da keine Erfahrung mit diesem EPA. Ich war zu der Zeit in dem Alter in Berlin. Manche sagen, der ist vom Bund geflohen, aber so war es nicht, sondern es hat einfach beruflich gepasst und ja gut, ich vermisse es auch nicht, dass ich nicht beim Bund war. Vielen Dank, Andi. Ein EPA. Und es geht weiter. Legen wir das Messer weg. Es geht weiter mit einer Zeckenkarte. Super praktisch. Ich bin ja eh immer mit dem Hund unterwegs. Meine Maya bekommt zwar keine Zecken. Ich habe bei ihr jetzt also in den letzten 2 Jahren nie eine Zecke entdeckt. Die laufen zwar auf ihr rum, aber ich glaube, die kommen gar nicht durch, doch ihr Fell. Aber so kommen sie dann zu mir und ja. Ich habe schon mal so ein Teil gehabt, die Dinger funktionieren. Entschuldigung. Vielen Dank. Zeckenkarte. Brennpaste, auf die bin ich wirklich gespannt. Ich meine, doch meinen Job kenne ich natürlich auch, Brennpasten. Aber die Brennpasten, die wir so in der Gastronomie gebrauchen, sind eigentlich nicht so geeignet. Also die lassen sich auch nicht mit dem Feuerstein anzünden und entwickeln meistens auch nicht die richtige Hitze. Von dem her, ich bin gespannt, Andi. Danke. Ganz toll, einfach, simpel, praktisch. Solche simplen Sachen liebe ich eh. Und ja, meinen nächsten Kaffee werde ich, denke ich, hiermit kochen. Ein Göffel mit Messer. Nicht mein erster, aber ja. Man hat ja auch mal Gäste und von dem her passt es immer. Danke dir. Rangerband ist immer gut.
habe ich eigentlich auch immer ein bisschen dabei. Dieser Haken ist ja ganz speziell. Könnte man da Schlüsselringe anbringen und ja. Passt immer sowas, danke. Andy Apos, mein erster Patch überhaupt. Und der kommt natürlich mit Sicherheit an einen meiner Rucksäcke. Ich bin jetzt zwar kein Patch-Sammler, aber diesen werde ich in Ehren halten und werden auch, wie gesagt, in meinem Rucksack anbringen. Danke dir. Die berühmte Lidl-Säge habe ich zwar schon, aber ich gebe dir da vollkommen recht, Andi. Dieses Teil ist also wirklich zu gebrauchen. Die funktioniert. Und so kommt halt die eine in den und die andere in den anderen Rucksack, denke ich. Passt, danke. Regenponcho, so ein Einmalteil, passt auch, nun gelb, ja, aber gut, wenn ich mal verloren gehe, ziehe ich diesen Regenponcho an. Ich habe bisher nur das Bundeswehrteil und das ist natürlich ja, schon etwas schwieriger und habe man halt nicht immer dabei, von dem her, super. Scharfes Zeug passt immer. Ich hatte gar nichts mehr von diesem Zeug. Und gerade unterwegs, ja, es gibt ja Sache irgendwie. Etwas Pfiff. Danke. Süßigkeiten, Mr. Tom. Passt eigentlich immer. Passt eigentlich immer. Und ein Bonbon draußen ist auch cool. Ich finde, solche Sachen weiß man eigentlich sowieso nur so richtig zu schätzen, wenn man draußen ist. Da kann so ein Mr. Tom oder so ein Bonbon einem das Leben retten. Ja gut, jetzt ein bisschen übertrieben, aber es bringt, ja, es bringt doch irgendwie Energie, es bringt, macht die Sache leichter. Und jetzt ein Entladen, mein erstes Entladen. Ich konnte ja wählen, als Zweiter auf jeden Fall, als Zweiter konnte ich wählen und ja, die Entscheidung fiel nicht leicht. Dieses kleine Blaue hätte mir ja auch gefallen. Aber ich liebe einfach auch große Messer. Und das sieht ja schon cool aus. Passt. Oh, ich glaube, ich muss jetzt so langsam das Video beenden. Da kommt jemand. Also, nochmals vielen Dank. Dir weiterhin alles Gute, privat und mit deinem Kanal. Ja, es wird weiter bergauf gehen, davon bin ich überzeugt. Es hat mir Spaß gemacht, bei deinem VA mitzumachen. Noch schöner ist, dass ich gewonnen habe. Danke, Andi. Gruß an euch, Freunde. Bleibt geschmeidig. Traumtänzer.